Die erste Million ist geknackt. Elite Squad Battle Rewards. Wir spielen unsere allererste Weekend League Quali. Und. Alles in diesem Video bei unserer neuen Folge der RTG. Let's go. Lasst auf jeden Fall sehr gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich riesig unterstützen. Ne? Drückt auf Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare, wie lief eure Woche, was war euer bester Pull. Habt ihr die Weekend League Quali schon gespielt und wie ist das Ganze ausgegangen? Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Episode. Ich habe den Tag Pause gemacht und wir sind bei folgendem Stand der Dinge. Auf der RTG. Und zwar folgendes. Ich habe ein bisschen Squad Battles gegrindet, denn ich habe ja die Spiele fertig gehabt. Und konnte dann einfach Squad Battles gestern noch spielen, bevor jetzt heute es natürlich wieder von neu losgeht. Wir haben ein bisschen was fertig gemacht. Ich habe World Tour Spanien angefangen. Da haben wir 7 von 15 bzw. 8 von 15 spielen. Dann habe ich den kompletten Robert Sanchez durchgezogen, ne? Da haben wir nämlich endlich einen Keeper, den wir vielleicht sogar spielen könnten, ne? Müssen wir mal schauen, wie das passen würde. Aber Robert Sanchez mit dem 83er Rating ist zumindest schon mal da. Dann habe ich alles erspielt bis auf 2 Spiele mit den 4 Liga F Profis. Aber auch hier kriegt man nochmal ein kleines oder 2, 3 kleine Päckchen. Die packt man natürlich auch rein. Und wir haben in den Grundlagen Squad Battles mittlerweile 25 Squad Battles Siege geholt. Auch das ist, denke ich mal, ein Pack, was man natürlich sehr, sehr gerne mitnehmen wird, ne? Ich glaube, sonst sollten wir nichts weiter haben. Es steht zwar noch eine 2 da. Können wir mal ganz kurz gucken. Ah, doch. Ich habe 500 Tore gemacht. Okay, das bringt uns aber allerdings nicht sonderlich was. Und 500 Tore. Torjagd 2, Evo. Ich bin am Überlegen, ob ich da meine Mia Hamm Tradable reinmache. Ich bin mir aber noch unsicher, Chat. Grüße raus an die Teasy, Jungs. Also, was das los gestern war. Ich habe mir das gestern nochmal angeguckt. Und dann heute nochmal ein Video. Also, das war wirklich geisteskrank. Wirklich. Geisteskrank. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach nur Wahnsinn. Mir haben nur eine Bronze-Upgrade reinstecken. Ey, wild. Dazu, Chat. Gehen wir kurz hier rein in die Transferliste. Wir haben 3 Verkäufe getätigt. Und zwar habe ich meine 2 Clara Buse verkauft. Weil ja heute Morgen kam ja Inform-Packs. Und da habe ich die am Samstagabend noch für 16,75 verkauft und Kyokieritz habe ich für 1k Verlust verkauft. Stand der Dinge Futter. Mein Plan ist es, die erstmal bis Montag, Dienstag zu halten. Aber Preise sehen sehr, sehr gut aus. Also Hegerberg liegt bei 20k. Da haben wir fast das Doppelte. Miet liegt bei 16k. Das sind 10k pro Karte. Also 88er war der Ready to Go. Lavelle und Co. von 5,4 auf ungefähr 10,5 angestiegen. Auch das ist nicht schlecht. Aber Miet wäre natürlich besser gewesen. Aber hier haben wir einfach mehr bekommen. Wie gesagt, Montag oder Dienstag denke ich, dass ich die verkaufen werde. Kandidatenliste können wir, glaube ich, wegmachen. Da hat man nur was wegen UV. Die werden wir dann auch früher oder später anfangen. Und jetzt gehen wir erstmal rein mit den ganz kleineren Packs. Also, da haben wir jetzt ein paar bekommen. Die werden wir erstmal ziehen und dann geht es rein in die Elite Rewards von Squad Battles. Ich hoffe, dass es Elite 1 geworden ist. Ich hatte 23.500 bis 23.700 Punkte. Irgendwie sowas. Ich glaube, das könnte ohne Probleme machbar sein. Guck mal rein. Oh, 80 Pluser. Kein Walkout. Dann gib mir was Geiles. Tchouaméni oder sowas. Wäre auch zu schön gewesen, ne? Komm schon. Lyon. Ich habe keine Ahnung, wer es ist, Chat. Okay, wäre du. Lass was sein. Das war nicht so überragend. Was kann man damit machen, ne? Die Torjagd 2 Evo. Damit kannst du einfach deine Karte, am besten eine Untrade-Karte, könnte einfach ein bisschen ändern von der Karte her, ne? Dass das optisch ein bisschen anders aussieht. 2x75, wieder 80 plus, sehr schön. Diesmal kein Walkout, mal wieder De Jong. Ach ne, geht nicht. Rain, das wäre geil. Der würde in die Box-to-Box-Evo passen, ne? Aber ich weiß gar nicht, Juventus? Spielt Rain das bei Juventus? Ne, es ist Coop Miners. 83er Rating. Kartendesign, genau. Und Evan Nilsson gleich auf den Duplikatenstapel. Auch das ist okay. 2x75 again. Wieder 80 plus. Es ist eine Frau. Es ist kein Walkout. Dann gib mir RF Spanien. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es wird Real Madrid. Oh, könnte eine schnelle Frau sein. Oh, Athenea. Das ist sogar ganz geil. 85 Pace zwar nur noch, aber Athenea und Ortega. Eigentlich kein so schlechtes Pack dafür. Momo Katana und Chan. 3x75. Come on. Wieder 80 plus. Wieder kein Walkout. Man kennt es. RV Molina. Oh, das ist stark. Den könnte man direkt einbauen. Das ist super. Da haben wir, der kostet zwar nicht viel.
Aber für Low Budget nimmt man Molina mit plus ein Todibo. 80er Rating. Hätte ich sogar tauschen können. Und 3x78 plus. Und dann geht's in die Elite Rewards rein. Komm schon. 3x78 plus. Bringt uns den Innenverteidiger. Der Spanier ist aus der La Liga. Inigo Martinez, maybe. Wenn's Barcelona ist. Ne, es ist Atletico. Vivian. Es wird Lenormand. Und dahinter Rashford. Rashford wäre stark. Schade. Marina, Tibidie. Ne, lass mal weg. Und komm. Vorschau-Pack wird 80 plus. Walkout. Halsmaul. Nein. Halsmaul. Das. Griezmann im Vorschau-Pack. Ich kann das nicht. Wir ziehen Griezmann im Vorschau-Pack. Klar, es hätte Mbappé sein können, aber da haben die Haare nicht zugepasst. Macht eure Vorschau-Packs. Kuss an Julius, der das immer wieder predigt. Ich stell euch vor, wir machen jetzt Mbappé. Wir hätten ja Mbappé rausgezogen. Aber die Haare haben halt nicht gepasst. Männers. Männers. Das sind 113.000 auf dem Nacken. Ach, du heilige Scheiße. 7.500 Münzen. Dickes, dickes, dickes GG. In den Chat. Ach, du heilige. Wo kam die denn her? Wo kam die denn her? Was ist... Also, dieser Account ist dieses Jahr anders krank drauf. Was ist denn mit meinem Account los? Back-to-back-Walkout. Pass auf, Chat. Ah, gut, scheiß drauf. Well back. Ach, du Heilige. Ist das wild. Oh nein, das ist kein gutes Zeichen, Chat. Stuttgart spielt jetzt gleich gegen den BVB. Oh nein, 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 nein. Das ist kein gutes Zeichen. Wir haben gerade einfach Griezmann gezogen im Vorschau-Pack. Squad-Battle-Rewards holen wir ab. Wir bekommen... Elite 1 Rewards. 23.500 Punkte haben gereicht. Und wir kriegen so coole Sachen dafür. 20k. Ein 85 Plus Pack. Ein Team of the Week Pack. Zwei 10x75 Plus Packs. Plus ein 55k Pack. Alles tradable. Ist das geil. Let's go. Schauen wir uns das gesamte Ding an. Wir haben jetzt aktuell 76.769 Coins auf der Uhr stehen. Und jetzt... holen wir uns noch mehr Coins, Jungs. Wir holen uns jetzt noch mehr Coins. Ich weiß gar nicht, mit was ich anfangen soll. Die Packs sehen so schön aus, ne? Vor allem ist halt wirklich alles Trade. Fangen wir erstmal mit denen hier an, oder? Mit den 75er mal 10. Das ist halt ein kleines 50, also zwischen kleines und normales 50k Pack. Komm schon. Come on. Kein Walkout. Innenverteidiger. Ach Gott. Christensen, oder? 83er Rating. Erster Schmutz. Ah, nee. Okay, erstes Pack war leider Gottes nicht so optimal. Wir können ja trotzdem mal gucken, ob wir was drin haben, was ein bisschen was kostet. Suarez, Molina, Mewis, Espina, Gomez, Eric Cobelo. Ja, weiß ich jetzt nicht. Uschi Glas ist auch mit am Start. Come on. Walkout, gönne. Nein. RV. Walker, Chat. Walker. Und wir sind reich. Wir sind reich. Riot. Ach nee. Es gibt halt jetzt Riot, Walker, Trippier. Ist das bodenlos. Kommt dahinter was Schönes. Malen. Malen bringt Coins, Chat. Malen bringt Coins. Der ist fast extinct. Let's go. 10k gemacht. Hier, 9,8. Schlag zu, Jungs. Team of the Week oder 85 plus? Ich glaube erstmal Team of the Week. Wir ziehen eh in Abschlussinfo. Den werden wir auch dann direkt behalten. Komm, gönne. Ich habe noch nie die Info-Animation gesehen. Trincao, oder? Nee, irgendein Portugieser aus der polnischen Liga. Ah gut, 10k, behalten wir erstmal. Aber, ja. Joel Pereira ist jetzt nicht das, was wir unbedingt sehen wollten. Ne? Alles, was ab 87 wäre big, weil das sind mindestens 10k. Kommt schon, yay. Walkout, Chat, Walkout. ZOM. Ist das Rohrt? Ich glaube, das ist Rohrt. Ich glaube, das ist einer der günstigsten 86er, oder? Oh, 86er Rohrt, 6.500 Münzen. Wäre ich erstmal noch behalten. Aber auch das ist nicht brillant. Und jetzt, seltenes Megapack. 1,83er oder höher. Bitte Back-to-Back-Walkout. Kein Walkout, Chat. Das ist F. Das ist ein dickes F, Jungs. Ich weiß nicht, wer es ist. Inter Mailand, Niederlande.
Boah, der Frisch. Also Squad Battle Rewards. Sind wir ehrlich? Das war gar nichts, Alter. Das war gar nichts. Also wirklich gar nichts. Gut, dann gucken wir mal rein, was wir bei Ziele haben. Wir haben aktuell einen Coinstand von 119.444 Coins. Wir haben 50.000 Rush-Punkte erspielt. Ich habe gestern wieder ein bisschen gezockt, weil Rush einfach geil ist. Das haben wir zumindest. Und wir haben zweimal Meilensteine. Ich glaube aber, da gibt es nicht großartig was. Genau, wir haben 10 Rivals-Siege. Hype in den Chat. Ich hoffe, dass Reus noch kommt. Ja, ich hoffe, dass er noch kommt. Und wir haben die 500 Vorlagen noch fertig. Da gibt es aber nur Quark. Hier gibt es nur Quark, Chat. Dann haben wir noch was bei Seasoner. Okay, hier haben wir zumindest schon mal den hier. Den Gold. Den Gold haben wir, okay. Haben wir das. Und wir haben und ein paar Verkäufe. Wir haben ja Squad Battle Rewards gezogen. Da gab es ja leider Gottes nicht so viel. Aber wir haben zumindest ein bisschen was UV verkauft. Der Sinistera ist auch weggegangen. Und das sollte es auch gewesen sein. Den Rest können wir rein theoretisch eigentlich abstoßen. Die habe ich jetzt sehr, sehr oft draufgestellt. Obwohl man sagen muss, die können wir eigentlich alle nochmal in den Verein packen. Ne? Suarez und so weiter. Perfekt, die können wir reinstellen. So, Thomas, danach, Chat, gehen wir in die Weekend League Quali. Gameplay Bot? Oh, Gameplay macht schon Laune, ne? Aber ist trotzdem nicht einfach. Muss ich echt sagen. Wir gehen jetzt gleich in die WL-Quali mit Perlo, Chat. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, Chat. Den für 320 haben wir auf jeden Fall bekommen. Komm schon. Sehr, sehr schön. Jetzt geht's in die Weekend League Quali. Ich bin mehr als nur gespannt, ey. Ich bin mehr als nur gespannt. Perlo ist da. Es soll ja anscheinend eine Meta geben. Longball Pass Meta. Und der Mann wird uns heute die Traumpässe auf Foden und Coach vorne spielen. Ich sag, wie es ist. Weekend League Quali. Ich meine, es ist auch nicht schlimm, wenn wir heute verlieren. Na? Aber wir kommen halt langsam in den Prozess rein. Deswegen, starten wir rein, erster Gegner. Ich hab halt 11, wir haben ja 11 oder 12 Versuche, um die Weekend League Quali zu spielen. Und sobald du halt reinkommst, kriegst du auch nochmal ein Pack oder sowas, glaube ich. Wir gehen rein. Gegner Nummer 1, Pay to Win Chat. Nur Icons. Eli. Kobe. Oh Gott, der hat die Abstamm. Aber es ist ein machbares Team als Gegner. Es ist safe ein machbares Team. Ja. Mann. Ey, das kotzt mich so ab an gerade schon wieder, ey. Nix. Es pfeift 11 Meter. Ich kann das nicht, ey. Ich kann das nicht, Chat. Erstes Spiel direkt verlieren. Perfekt. Aber wie gesagt, es ist halt einfach mal zu gucken, wie es ist. Es ist einfach mal zu gucken, wie die Weekend League Quali ist. Die 1000 Punkte holen wir uns ja eh relativ fix, denke ich wieder. Spielen wir mit, ja? Darf gar nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gar keine Chancen habe. Aber manche Pässe sind eine Vollkatastrophe, Chat. Guckt euch das an. Also wie kann so ein Pass denn überhaupt gespielt werden, ne? Kann auch sein, dass wir halt einfach einen ersten Gegner erwischt haben, der halt wirklich krass ist, ne? Kann natürlich auch sein. Und den machen wir halt nicht. Es ist zum Kotzen, ey. Junge, Junge, Junge. Mach ihn doch einfach. Wir stehen doch frei. Oh, Perlo. Traumpass. Und wieder kriege ich den Ball nicht. Wen willst du denn verarschen, ey? So viel Glück gerade. Aber das kann ja nicht sein, dass das Schlott hier auch einfach reingeht. Oder dort wieder hinkommt. Aber schöner Ball von Perlo. Da, das L1-Dreieck-Ding. Haben wir. Ich kann das nicht mehr, Alter. Was sind das denn für Dreckstore, die ich hier bekomme, Junge? Pralle, zack, zack. Das ist so schön gespielt, Jungs. Das ist auch ein verdientes Tor. Auch wenn wir leider Gottes hier verlieren werden, ne? Aber wir kommen rein. Es ist die Übung, die wir brauchen. Wir probieren es einmal. L1-Dreieck, aber hat nicht gut funktioniert. GG an den Gegner. Wir verlieren unser erstes Quali-Spiel. Es ist okay für mich. Es ist wirklich okay. Das ist ja der Grund, warum wir es halt machen. Es war halt auch Italiener und Italiener sind Schwitzer. Brauchen wir nicht drüber reden. Italiener sind auch einfach Schwitzer. Gucken wir uns Gegner Nummer 2 mal an. Auch ein BVB-Wappen. Sehr interessant. Ja, nö, nee, klar. Direkt Cordoba. Was sehe ich hier? Wie Cordoba? Ach, komm. Weil irgendwann wird er einmal mindestens mit diesem Boost durchkommen. 100%. Irgendwann wird es einmal klappen. Jetzt spielst du durch. Komm, Foden. Lauf. Lauf.
Lauf, er ist langsamer. Er ist einfach langsamer. Und macht's trotzdem besser. Halt's Maul, er macht ein Powershot-Tor. Perfekt. Junge, wirklich. Es ist, ich hab's ja gesagt, einmal kommt er mindestens mit so einem Ding durch. Einmal kommt er safe durch und das war's. Wirklich geiles, attraktives Spiel vom Gegner, Kappa. Dann lieber jetzt einmal verkacken und wissen, was auf einen zukommt. Das war ein krasser Pass. Direkt weitergeleitet. Machen wir wenigstens noch... Ey, Foden, wirklich, willst du mich verarschen? Machen wir wenigstens noch ein schönes Tor. Ey, das... Nee! Nee! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Wirklich nicht! Wie kann das... Nee! GG, zweite Niederlage. Wir starten mit 0-2 rein. Sü! Wir sind da. Das wird unser Jahr, Jungs. Das wird unser Jahr. Aber, Jungs, jetzt 3 von 3. Es ist noch schier möglich. Es ist noch möglich, Männers. Gegner Nummer 3. Wir stehen 0-2. Wir müssen jetzt jedes Spiel gewinnen. Sonst, positiv denken, wir kriegen ja wenigstens ein Pack. Wir kriegen ja wenigstens ein Pack. Sanchez. Okay, machbar. Machbar, definitiv. Ich kann das nicht, Alter. Wie scheiße sind meine Verteidiger? Junge, ich habe doch einen Torhüter sogar dorthin rausgeholt. Wir liegen wieder hinten. Perfekt. Also, dass ich so kacke bin, hätte ich nicht erwartet, Chat. Das hätte ich echt nicht erwartet. Spiel durch. Jetzt geht er rein. Come on. 1-1. Wir sind da. Das ging schnell. Schön, Rodri. Setz dich durch. Barnes. Barnes. Ah, schade. Oh, warte mal. Warte mal. Glücklich. Wir führen. Es ist egal wie. Die 3 Punkte bleiben in Chemnitz. Pirlo. Schön, Griezmann. Jetzt. Barnes. Foden. Mach ihn. Let's go. 3-1. Hat den Torhüter bewegt schon. Das ist halt krank. Dass du halt wirklich nur ein einziges Mal den Torhüter bewegen kannst. Und wenn du ihn bewegst, dann gibt es kein Zurück mehr. Dann gibt's kein Zurück mehr. Dann kannst du einfach einschieben, weil der Torhüter bewegt sich gefühlt dann gar nicht mehr. Ich komme nicht durch, ne? Also gerade das ins 1 gegen 1 gegen andere Spieler, dadurch, dass die Skills meiner Meinung nach so unfassbar, unfassbar langsam geworden sind alle. Oh, Foden. Unfassbar guter Laufweg. Foden, er macht das 4-1. Let's go. Let's fucking go. Come on. Und wir stehen nur noch 1-2. 2 aus 2 heißt es jetzt. Wir bleiben weiterhin in der Möglichkeit, hier doch noch weiterzukommen. Die WL-Quali zu schaffen. Remiro. Das muss machbar sein, Jungs. Oh mein Gott. Es könnte machbar sein, Jungs. Es könnte machbar sein. Ja. Ja. Ballrolle vorbei, Griezmann ist da, 10. Spielminute, wir führen 1-0. Jawohl, Molina, schön. Breile, nochmal. Pirlo. Griezmann, Abstauber, abseits, bitter. Ich komme in diesen 1-Situationen nicht vorbei, Jungs. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Wenn ein Verteidiger vor mir steht, ich komme nicht vorbei und verliere immer den Ball. Wahnsinn. Schön. Gut so. Jetzt, Foden zeigt's an. Ballrolle vorbei, Tor machen. Ganz, ganz wichtiger Angriff. Ganz wichtiger Angriff, Jungs. Boah. Oh nein, ich renn mir... Oh Gott. Hab ich. Saliba eine Wucht. Saliba eine andere Wucht. Griezmann, Barnes. Ein Haken, nochmal Griezmann. Griezmann durch. Griezmann Tor. Let's go. 3-1. Weg. Wie zur Hölle? Kann so ein Puado? Nee. 57. Der hat nur, ist einfach nur durchgerannt. Tonali. Griezmann. Griezmann. Jetzt Pirlo. Pirlo. Macht das super. Pirlo. Zauber. Zauber weiter. Pirlo, du bist doch der Beste. Come on. Pirlo, der Zauberer. Gut so. Jetzt. Schön.
Lupfen drüber. Ohne Probleme. Ohne Probleme. Fault mit dem 5:2. Wir gehen ins Entscheidungsspiel. Um den dritten Sieg, Jungs. Boah. Barnes, Junge, bist du ein geiler Typ. Er setzt den Schlusspunkt nochmal. Mit dem 6:2. Wir hatten zwar eine rote Karte gerade. Ich habe mal ein taktisches Foul probiert. Perfekt, waren wir letzter Mann. Aber wir stehen 2:2. Und jetzt geht's ins Entscheidungsmatch. Viel Erfolg, Jungs. Dankeschön. Wie gesagt, ich bin jetzt schon echt zufrieden mit dem Ergebnis. 2:2 ist erstmal okay. Da haben wir erstmal gesehen, was so möglich ist, wie die Gegner so aussehen. Jetzt geht's ins Entscheidungsspiel. Entweder wir schaffen direkt beim ersten Mal die Weekend League Quali oder nicht. Und selbst wenn nicht, da haben wir halt wieder... Oh nein, nein, wir verlieren's, Chat. Wir verlieren's, Fenerbahce. Das Ding ist durch, Chat, wir verlieren's. Fenerbahce-Wappen. Außen. Guter Ball. Guter Ball, Pirlo. Guter Ball. Das macht er gut. Pirlo Traumball. Auf Foden 1:0. Let's go. Haben wir. Tonali. Ruhiger. Ruhiger. Jetzt spielst du. Foden. 2:0. Wir sind da, Jungs. Wir sind sowas von da. Da, ich finde, da Freistöße zu treten, ist immer das Ekligste, was es gibt. Oh mein Gott, Alter, Messi. Puh, den hat er gut geschossen, ey. Zentrum, ich bin so ein Idiot. Ey, das gibt's aber gar nicht. Das gibt's gar nicht. Ich drück den R1X-Pass durch und er spielt ihn mit einer kmh-Anzahl von 10. Von wirklich nicht mal 10 km/h dort rein. Das ist so schlecht manchmal, dieses Passsystem. Wahnsinn. Mondi. Pralle und Lauf. Komm. Schön. Ja, Griezmann läuft. Oh mein Gott. Pirlo, du bist eine geile Sau. Ich kann's nicht anders sagen. Pirlo, du bist einfach eine geile Sau. Foden. Foden. Griezmann. Vielleicht Shot. Und alles. 4:1, Jungs. 4:1. Wir sind so da. Nach den ersten beiden Begegnungen. Holen wir uns jetzt hier wahrscheinlich das 3:2. Und gehen in die Weekend League nächste Woche. Anzeigen, Foden. Zeig, wo du hin willst. Zeig, wo du den Ball hin willst. Da willst du hin. Da kriegst du auch. Foden, du bist einfach sensationell. 5:1. Jungs, die Champions League, die Weekend League Quali ist da. Wenn ich den noch anders mache, Alter, Traumtor. Taktisch ist mir scheißegal, Jungs. Taktisch nehmen wir mit. Ja, ja, rote Karte ist mir egal. Taktisch nehme ich so hart mit hier in dem Spiel. Was denn? Haben wir? Schön. Ruhig. Ganz ruhig. Und jetzt spielst du, Tonali. Und jetzt machst du das Ding noch fertig. Ah. Oh. Ja, den nehmen wir noch mit, Jungs. Es ist der krönende Abschluss einer überragenden zweiten Halbzeit. 6:1. Wir gewinnen 3 Spiele hintereinander. Nach dem Vollbruch am Anfang holen wir uns die Weekend League Quali im ersten Versuch. Und ich sage, wie es ist, ich bin sehr happy damit. Ich bin wirklich sehr happy damit. Hätte ich niemals gedacht. Und noch eins. Schade. Sehr, sehr cool. Also, muss ich ehrlich gestehen, ich persönlich wäre auch mit dem 2:3 zufrieden gewesen. Ne? Wir haben ja genug Sachen. Aber im ersten Versuch, jetzt schon, die Weekend League Quali zu schaffen. Ich glaube, gerade am Anfang, bevor die Weekend League halt stattfindet, wird es nochmal einfacher werden, weil einfach sich schon viele qualifiziert haben. Und wir haben es geschafft, Jungs. Wir sind einer der Ersten und kriegen damit auch Rewards. 14 von 16 haben wir. Ich weiß gar nicht, was wir da kriegen. Aber ihr seht es, Champions Finals wurde erreicht. Ey, ich bin mega happy, Jungs. Ich bin wirklich mega happy. Auf Rang 3 abgeschlossen. Dafür kriegt man ein... Oh, guck mal. 25 K-Pack und ein Prime Gold Spielers Pack klein. Und das können wir doch direkt öffnen. Das sind auf jeden Fall wieder richtig schöne Coins. Ich bin immer noch dabei, meine Sachen zu verkaufen. Und dann gehen wir ganz kurz rein, wie das Team sich gespielt hat. Aber als allererstes wollen wir erstmal Packs sehen. Ist doch logisch, Chat. Wir brauchen Packs, wir brauchen Walkouts. Komm hier, ich gönne. Es wird Innenverteidiger. Außer Bundesliga. Schlotti wäre geil. Schlotti wäre wirklich big. Es wird Ginter. Wollen wir mal gucken, ob wir die dann schon verkaufen werden. Dumfries ist geil. Ich glaube, Dumfries kostet bestimmt auch was. Ja, schön. Schöner 1-6er-Lachs. Den nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Ginter vielleicht auch durch eine SPC ein bisschen hochgegangen. Leider Gottes nicht. Packt mal einfach 650 drauf. Was weggeht, geht weg. Quali habe ich geschafft. Ja, 3:2 haben wir es geschafft. Gerade so. Und Prime Gold Profis Pack klein.
bringt uns keinen Walkout. Vielleicht eine Karte, die ein bisschen was wert ist, aber ein Premier League Torhüter ist halt nicht das, was wir sehen wollen. Es ist wieder mal Pickford. Vecchino, Merentiel, Rafa Mir. Ja, werde ich alle wahrscheinlich einfach draufstellen. Oh, könnte vielleicht sogar doch was wert sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja den Pirlo geholt für 320k. Ich glaube, also bei mir lag es halt daran, ich habe hab den so geholt, weil halt angeblich der Longball Pass anders OP sein soll. Und ich kann nur eins sagen, es ist es wirklich. Also Pirlo für 320k mit den Werten plus, man darf halt auch nicht vergessen, dass diese Karte halt diesen Longball Pass plus hat. Das ist schon sehr, sehr OP. Also gerade die Seitenwechsel und so weiter, wie man es halt auch in FC24 kann, kannst du halt mit Pirlo jetzt schon so spielen, als wärst du in der Zeit, wo Tots ist. Die Bässe kommen super geil. Klar gibt es mal ein, zwei Abweichungen, keine Frage. Aber Pirlo, absoluter Mehrwert, gerade im Dreier-Mittelfeld. Ich kann mir sogar echt gut vorstellen, dass diese Karten auch nochmal ein Stück weit nach oben gehen könnten. Ne? Wenn es wirklich immer weiter durchdringt, dass vielleicht Longball Pass wirklich OP ist. Aber muss man schauen. Ich könnte mir ein richtig geiles Doppelmittelfeld mit Dreiermittelfeld mit Rodri, Schweinsteiger und Pirlo vorstellen. Das wäre echt geil, aber Tonali haben wir halt eh an Trade. Da müsst ihr vielleicht Rodri verkaufen und dann Schweinsteiger hier mit reinstellen, weil das sind ja natürlich nochmal extra Coins. Aber sonst hat mir das Team extrem, extrem viel Spaß gemacht. Klar, Saliba Laie, aber der ist echt brutal. Carragher, überragend. Molina macht sein Zeug für 800 Münzen sowieso. Mondier ist jetzt nicht übelst krass auffällig als Linksverteidiger. Ist okay, ist halt ein Mondier. Tonali hat gut funktioniert, Rodri Epis, Fout, ein absoluter Macher. Griezmann, unfassbar geil. Also Griezmann macht mir auch sehr viel Spaß. Und auch Barnes, dass wir den gezogen haben, ey, der macht echt, echt viel Laune. Also ich bin all in all echt zufrieden mit dem Team gewesen. Ne? Bin mal gespannt, wo es dann weitergeht. Aber Pirlo werden wir aber erstmal behalten. Ich bin mal gespannt, was da noch mit dem Preis passiert, wenn dann irgendwann der Longball-Pass-Meta vielleicht dann doch nochmal extremer wird. Aber Pirlo war wirklich anders nice. Da gucken wir mal rein. Also, wir haben neue Upgrade-Packs. Wir können 3 von diesen Packs pro Tag machen. Bin mal im Überlegen, ob wir die jeden Tag mitnehmen werden. Oder auch nicht. Und wir haben noch, weil wir 10 SBCs, glaube ich, gemacht haben, ein 2x75-Plus-Pack bekommen. Ist okay. Ich mache das halt gerne einfach nur mit diesen Untrade-Duplikatenstapel. Das ist halt ganz geil. Das gefällt mir ganz gut. Mal schauen, ob die gut sind oder eher nicht. Weil Untrade nimmt man natürlich mit. 80-Plus ist schon mal geil. Vielleicht jetzt noch was Spielbares. Ein Torhüter, Ukraine, okay, das ist Lunin. Das ist nichts, was wir brauchen. Und wir haben eine neue Garcia-SBC. Da können wir die beiden auf jeden Fall reintun. Das finde ich ja jetzt absolut kacke. Jetzt komme ich wohl immer auf dieses Ding, wenn ich R2 drücke. Naja, zweites Pack. Wieder 80+. Wieder kein Walkout, sondern ZDM, Deutschland, Bundesliga. Andrich wahrscheinlich, oder? Ja. Den können wir auch safe in Alex Garcia stecken. Weil der hat halt ein Pace-Upgrade von plus 13 bekommen. Das ist eine ultra gute Karte. Und Aitor Ruibal. Solange es Android-Karten sind, gebe ich die halt gerne ab. Weil ich brauche sie halt eh nicht. Klar kann man sie immer mal wieder in Top-Partien abgeben, aber da ziehen wir bestimmt noch einiges mehr. Gerade weil es halt auch bis Donnerstag noch geht. Und dann gucken wir mal rein, ob im dritten vielleicht sich's lohnt. Komm schon, ey, zeig mir was. Bitte. Wieder kein Walkout, schade. Es wird Österreicher. Oh, es wird wieder Arnautovic. Den haben wir halt leider Gottes auch schon. Das ist bitter. Nur 3-mal wiederholbar, richtig. 3-mal pro Tag halt. Und Arnautovic geht auch rein. Schade, war bei uns leider Gottes nichts. Ja, Männer, und zum Abschluss möchte ich euch noch ein bisschen was zeigen. Wir haben aktuell, Stand jetzt, ich mache ganz kurz meine Cam aus, nicht wundern, 751.000 Münzen auf der Uhr. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir keine Millionen haben. Doch, werden wir haben. Ihr seht es gleich, wir haben unser komplettes Futter jetzt verkauft. Also, ihr seht schon, da ist einiges passiert. Wie gesagt, 87er für 5,4 eingekauft, 88er für 6,4 und Hegerberg für 9,6. Die haben wir auf jeden Fall alle losbekommen. Price ist weg, sowie auch alle anderen Spieler. Den können wir nämlich jetzt erstmal wegmachen. Da ist meine Transferliste nämlich der. Das wollte ich euch unbedingt noch zeigen. Und ganz kurz, nur damit ihr wirklich wisst. Ey Chris, hast du wirklich schon eine Million? Also wenn ich alles verkaufen würde, dann sowieso. Aber ja, habe ich. Also wir haben die erste Million geknackt, zumindest was den Transferlös angeht. Wir haben noch so viel im Verein. Gerade der Pirlo schon alleine, weil wir den gekauft haben. Ne, der liegt jetzt, glaube ich, bei 340k. Wir haben ihn für 320 geholt. Wird vielleicht plus minus null Ding wert. Ne? Aber die Millionen haben wir schon. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das Team verbessern werde.
Deswegen schreibt gerne mal eure Meinungen dazu in die Kommentare. Was könnte man machen? Was wäre vielleicht eine sinnvolle Änderung? Alvarez übrigens ist am Start. Ich habe auch, ja, leider Gottes, ihr habt es vielleicht auch gerade gesehen, Griezmann draufgestellt, unabsichtlicherweise. Denn den habe ich, ich muss euch das zeigen, letzte Spielhandlung zeigen. Ich glaube, hier ist es. Hier gucke ich nämlich gerade jeden einzelnen Spieler nach, was das so gekostet gerade aktuell. Und dann passiert nämlich das Typische, was immer passiert, weil das Menü leckt. Ich wollte Preisvergleich gehen und habe einfach auf X gedrückt und zack, war Griezmann drauf. Der ist für 107.000 Münzen, glaube ich, weggegangen. Also, auch das ist nicht schlecht. Kostet, glaube ich, 6k mehr. Kann ich trotzdem mitleben. Das soll es von der Episode gewesen sein. Wie gesagt, Teamvorschläge gerne unten in die Kommentare. Damit bin ich raus. Macht's gut und rein. Ciao, ciao.